Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, den Tyrogos. Heute ist der zweite Tag in San Francisco. Genau heute ist sogar Silvester. Das heißt, wir sind an Silvester in San Francisco. Und es wird eher so ein kleiner Silvester-Vlog, weil wir nämlich das Feuerwerk filmen. Und wir gehen eben an den Pier in San Francisco. Und von da aus kann man quasi das Feuerwerk richtig gut anschauen. Hier gibt es einfach so viel zu entdecken. Richtig schöne Häuser. Von der Pier ist hier richtig krass. Der ist ewig lang. Man kann ja mit den Pennyboards richtig gut fahren. Wie man hier hinten sehen kann, ist ja auch schon die Brücke. Und das Meer ist hier auf jeden Fall auch schon in der Nähe. Schaut, hier ist die Brücke da hinten, wie ihr es sehen könnt. Und wir fahren jetzt noch weiter am Pier entlang, damit wir dann das Feuerwerk später anschauen können. So, also so sieht es hier auf jeden Fall aus. Aber hier ist auf jeden Fall so der Pier, wo wir so entlang fahren. Da vorne ist Daniel in der gelben Jacke. Da sieht man immer sofort, wenn er eine gelbe Jacke anhat. Aber ich glaube, es ist nicht so nice, hier mit dem Board zu fahren, weil heute erst Silvester ist. Das heißt, es ist alles übelst voll. Wir fahren auf jeden Fall immer noch an dem Pier entlang, um uns den besten Spot fürs Feuerwerk zu suchen. Es ist hier richtig laut. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Ich versuche eh schon so richtig laut zu reden. Es ist nicht so einfach, sich nur durch die Menschenmengen durchzubauen mit dem Pennyboard. Aber jetzt geht's gerade wieder. Jetzt kann wieder freie Fahrt. So Leute, wir sind jetzt hier bei diesem Fischmarkt oder was das hier ist. Es ist so ein Pier, da gibt es so richtig viele Fischstände und viele Sachen mit Fisch zu essen. Da war ich auch gestern schon im letzten Vlog, da habe ich dieses Shrimp and Chips gegessen. So, auf jeden Fall hier hinten war das. Und genau, wir warten jetzt noch auf das Feuerwerk. Es sind noch 3 Stunden bis zum Feuerwerk, also bis es 12 ist. Ich denke mal, dass es dann ein Feuerwerk gibt. Ja, auf jeden Fall sind da so Hallen, da gibt es viel Fisch zu essen und da gibt es viele kleine Lädchen, wo man Souvenirs kaufen kann und was zu essen. Jetzt bin ich hier hinten gerade in so einem Industrietrakt. So Leute, schau mal, was wir hier gefunden haben. So eine antike Spielhalle mit allen möglichen Spielen, mit so alten Spielautomaten. Übelst krass. Hier gibt es so uralte Spielautomaten, wo halt früher mit denen gespielt wurde, die es jetzt halt nicht mehr gibt. Aber die sind hier alle ausgestellt, das ist wie so ein Museum. Das ist richtig heftig. So, wir sind jetzt hier endlich an dem Pier, wo wir hin wollten und wo wir das Feuerwerk richtig gut sehen können. Hier im Hintergrund wird dann ein Schiff auf dem Meer das Feuerwerk quasi in die Höhe schießen. Und das passiert in so 15 Minuten, weil in 15 Minuten ist es nämlich 12 Uhr. Und ich bin schon richtig gespannt und ich mache auf jeden Fall nochmal ein kurzes Vlog-Video, wenn es soweit ist. Und dann zeige ich euch natürlich noch einen Zeitraffer und ein Video von dem Feuerwerk. Ganz klar, da steige ich noch mit rein. Und ich hoffe, ihr seid schon gespannt drauf. Wir sehen uns dann gleich. Bis dann. 2, 1. So Leute,
Leute, das war's mit dem New Year's Vlog aus San Francisco. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und könnt ihr auch abonnieren, falls ihr die nächsten Videos nicht mehr verpassen wollt. Servus und haut's rein, euer Tyrogos.